Florian Meitner, das Vortragsthema, das wir jetzt hören werden, ist laut einer Antwort der Bundesregierung nicht dem Phänomen Cybercrime im engeren Sinne zuzuordnen. Deshalb ist es umso spannender, wie es eingeordnet wird. Heute Abend spricht Anne Roth zu uns. Sie ist eine langjährige Aktivistin und hat schon häufig im CCC gesprochen und arbeitet für die Fraktion der Linken im Bundestag und heißt sie herzlich willkommen. Vielen Dank, schönen guten Abend. Ich kann euch original überhaupt nicht sehen, so richtig nicht. Ich sehe nur helles, gleißendes Licht, deswegen, wenn ich ab und zu ein bisschen blinzle, seht mir das nach. Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich über jeden und jede Einzelne. Ich bin selber auch nicht bei wahnsinnig vielen Talks gewesen. Ich weiß, wie schön es da draußen ist, deswegen freue ich mich, dass ihr da seid. Was tun gegen digitale Gewalt gegen Frauen? Ist das Thema heute, und das ist tatsächlich auch nicht mit Fragezeichen, sondern mit Ausrufezeichen gemeint. Ich habe beim letzten Kongress über das Thema schon gesprochen. Einiges wird sich ein bisschen wiederholen, aber ich habe andere Schwerpunkte gesetzt, und wer den schon gehört hatte, wird heute auch noch was Neues hören. Trotzdem ist es auch ein Talk für die, die sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Was ist digitale Gewalt? Der Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland, der BFF, sagt, mit digitaler Gewalt meinen wir alle Formen von Gewalt, die sich technischer Hilfsmittel und digitaler Medien, also Handy, Apps, Internetanwendungen, Mail etc. bedienen, oder Gewalt, die im digitalen Raum, zum Beispiel auf Online-Portalen oder sozialen Plattformen stattfindet. Wir gehen davon aus, dass digitale Gewalt nicht getrennt von analoger Gewalt funktioniert, sondern meist eine Fortsetzung oder Ergänzung von Gewaltverhältnissen und Dynamiken darstellt. Es wird aktuell von einigen mehr, anderen weniger, über sogenannte Stalkerware gesprochen. Stalkerware ist Software, die auch als Spy-Apps bezeichnet wird, also Software, die auf meist mobile Geräte anderer Leute aufgespielt wird, um dort alles aufzuzeichnen, was auf diesen Geräten passiert. Es gibt davon sehr viele, und dies zum Beispiel ist eine Webseite, die ist schon älter, die ist aber immer noch online. Die werden vermarktet mit dem ganz eindeutigen und klaren Ziel. Es geht hier darum, Frauen, oft auch beschrieben als möglicherweise betrügende Freundin, Frauen etc., überwachen zu können. Anderes Beispiel auf Deutsch: Wie kann ich das Handy meiner Freundin überwachen? Hier geht es um die Lokalisierungsfunktion. Das ist aber nicht alles, was diese Stalkerwares tun können. Hier auch ein extrem deutliches Beispiel. Die Webseite ist aktuell online, so wird diese Software verkauft. Und was an diesem Beispiel, finde ich, besonders grauenhaft ist, ist, dass sehr deutlich ist, worum es da geht. Wir sehen hier ein Bild häusliche Gewalt, er hält sie fest. Sie hat deutliche Spuren von Misshandlung im Gesicht, und damit wird diese Software verkauft, um eben auch noch alles mitkriegen zu können, was sie tut, wenn er gerade nicht da ist. Das ist ein Beispiel von digitaler Gewalt. Ein anderes, das letztes Jahr spektakulär in Südostasien vor allen Dingen bekannt geworden ist, bei uns nicht so sehr, sind Proteste gegen Überwachungskameras, die sogenannten Spycam-Proteste in Südkorea. Wir sehen hier einen Screenshot, der zeigt, wie klein diese Kameras sein können. Die sitzen also in den Schrauben, in diesem Fall einer Toilettentür, und wozu die benutzt werden, ist Frauen zu filmen oder zu fotografieren im nicht öffentlichen, aber auch nicht privaten Raum, also in Umkleiden beispielsweise, auf öffentlichen Toiletten, in Fitnessstudios und so weiter. Es hat dann große Proteste dagegen gegeben. In Südkorea sind 20.000 Frauen auf die Straße gegangen, die hier also gegen den sogenannten Spycam-Porn protestiert haben, denn diese Aufnahmen werden nicht nur für private Nutzung gemacht, sondern die werden verkauft, die werden auf bestimmte Plattformen hochgeladen, wo dann auch sehr viele Nutzer sich das angucken. Es werden die Gesichter der Frauen dort auch zum Teil mit eingestellt, und das ist dann eben nicht mehr nur
ein lustiger Scherz, sondern für die Betroffenen extrem unangenehm, weil natürlich alle diese Bilder im Zweifelsfall sehen können, wenn sie Pech haben, auch ihren Namen dazu. Die Poster, die sie tragen, sind eindeutig: Mein Körper ist nicht deine Pornografie, mein Leben ist nicht deine Pornografie. Andere Berichte darüber machen deutlich, wie ernst dieses Problem ist. Auf der linken Seite in dem Tweet unten: Weine nicht, wir helfen dir, das Video gelöscht zu bekommen, bring dich nicht um, wir schützen dich. Diese Form digitaler Gewalt führt tatsächlich auch zu suizidalem Verhalten, weil das einfach wahnsinnig belastend ist. Rechts dann so ein bisschen lustiger: Wanna shit with my guard down, also ich will in Ruhe auf dem Klo sitzen können, ohne dass ich aufpassen muss, wer mich dabei möglicherweise filmt. Und hier nochmal dieselbe Person, die am Anfang schon getwittert hat, die dazu noch beschreibt, was hier, glaube ich, noch nicht so angekommen ist, dass Frauen in Südkorea zunehmend anfangen, in der Öffentlichkeit Masken zu tragen, also Gesichtsmasken, weil sie nicht in dieser Form erkennbar sein wollen, wenn sie denn von Spycams betroffen sind. Man sieht hier auf den Bildern eben diese Löcher, wo solche Kameras angebracht sind. Das sind zwei krasse Beispiele gewesen, aber es gibt natürlich noch viel mehr Fälle und Formen von digitaler Gewalt. Hate Speech ist hier in Deutschland der Begriff, der oft synonym mit digitaler Gewalt benutzt wird. Wenn von digitaler Gewalt geredet wird, dann ist damit meistens Hate Speech gemeint. Und Hate Speech ist ja auch nicht nur eben die Beleidigung im Netz, sondern kann dann auch noch sehr viel weiterführen. Da gibt es dann Konsequenzen, die auch sehr persönlich und sehr privat werden können, wenn es verbunden ist mit Doxing beispielsweise, also wenn dann Adressen von Beruf, persönliche Adressen oder sonstige persönliche Daten mit veröffentlicht werden. Und dann gibt es aber eben auch noch ganz viele andere Sachen, die auch mit in den Bereich von digitaler Gewalt fallen. Also natürlich Bedrohungen, die online durchgeführt werden. Das Beispiel Upskirting macht gerade so ein bisschen die Runde, weil diese Woche in Spanien jemand festgenommen worden ist, der Tausenden von Frauen mit kleinen Kameras unter den Rock gefilmt hat und diese Aufnahmen veröffentlicht hat. Es gibt eine Initiative in Deutschland, das verbieten zu lassen. Aktuell ist das in dieser Form explizit nicht illegal, obwohl ich behaupten würde, dass die Strafgesetze, die wir haben, das eigentlich auch schon mit umfassen müssten. Dann gibt es Diffamierung, natürlich Identitätsdiebstahl, das heißt das Vorgeben, jemand anderes zu sein, mit Fotos einer Person einen Social-Media-Account anlegen und in ihrem Namen irgendetwas posten beispielsweise, die Übernahme von Accounts dann auch und dann plötzlich das Posten von zum Beispiel pornografischem Material für die gesamte Bekanntschaft und Freunde, Bildmanipulation insgesamt, das wird auch häufig gemacht. Das heißt, Gesichter von Frauen, die dann auf pornografisches Bildmaterial montiert werden, beispielsweise auf Sexarbeits-Webseiten gepostet werden, möglicherweise mit der Adresse dazu, komme ich zu Hause besuchen. Das führt dann auch faktisch dazu, dass Leute vor der Tür stehen. Das heißt, da wird die digitale Gewalt dann ganz schnell analog und sehr, sehr spürbar. Das Problem Lokalisierung ist dann eins, was zum Beispiel als digitale Seite der häuslichen Gewalt häufig auftritt, weil ein Ex-Partner, der beispielsweise eine Frau, die vor häuslicher Gewalt geflohen ist, ihn verlassen hat, wiederfinden will, wenn der vorher Zugriff auf ihr Smartphone hatte und die Lokalisierungsfunktion unter Kontrolle hat, dann weiß er eben immer, wo sie ist. Revenge-Porn ist ein Thema, was auch ab und zu durch die Medien geht, das heißt ursprünglich in Einvernehmen gemachte intime Bilder, die dann, wenn ein Paar sich getrennt hat, entweder genutzt werden, um die Frau zu erpressen oder aber auch, um sie zu diffamieren, indem solche Bilder an die Nachbarn, an die Kollegen, an die Familie geschickt werden. Und sowas hat tatsächlich krasse Folgen, sowas hat auch schon zu Selbstmorden geführt und ist natürlich eine wahnsinnige psychische Belastung. Aus einer Masterarbeit, die Jenny Kerstin Bauer vor ein paar Jahren geschrieben hat, die sich mit Frauenberatungsstellen dazu auch auseinandergesetzt hat, um so ein bisschen anzufangen, das Thema zu erforschen, ein paar Zitate von Sozialarbeiterinnen, die in Frauenberatungsstellen arbeiten, die so ein bisschen illustrieren, welches Ausmaß das hat. Lese ich mal vor.
Was ich auch sehr häufig habe, ist irgendwelche Spyware auf iPods, Handys und so weiter, wo die überall geortet werden können. Und zum Teil richtig, richtig gefährdende Sachen. Zum Beispiel gerade, wenn gemeinsame Kinder da sind, ist es ja sehr schwierig. Da schafft sich die Frau vielleicht ein neues Handy an, damit er sie nicht mehr überall verfolgen kann. Und dann schenkt er dem Kind einen iPod. Der Täter aus der Kindheit, zu dem sie den Kontakt abgebrochen hatten, bei Frauen sind es ja meistens welche aus dem sozialen Nahfeld. Also was weiß ich, der Onkel, der Opa oder der Lehrer, der sie über Facebook wiedergefunden hat und dann nochmal sie direkt belästigt haben, sexuell, verbal über das Internet oder gestalkt haben oder eben sie da auch diffamiert haben. Bei einem Onkel, wo die Frau das offen gemacht hat zum Beispiel, der hat dann über das Internet begonnen, sie zu diffamieren, was sie da für Geschichten erzählt. In den allermeisten Fällen sind es keine Fremdtäter, sondern in den allermeisten Fällen sind es Menschen, die die Frauen schon kennen. Und allermeistens eben Ex-Partner. In diesen Fällen war vorher schon Gewalt im Spiel von der Beziehung. Und dann wagt es die Frau, sich aus seiner Kontrolle herauszubegeben und die Beziehung zu beenden. Das heißt, der Täter erlebt einen Kontrollverlust und dann versucht er, die Kontrolle wiederherzustellen. Und das macht er dann. Und da ist dann das Internet und Handy ideal, weil es da unendlich viele Möglichkeiten gibt, wieder Zugriff auf die Frau zu erlangen. Häusliche Gewalt oder Partnerschaftsgewalt hat ja sehr viel auch mit Kontrolle zu tun. Letzte Woche bei der USENIX Security Konferenz in den USA ist ein Forschungsprojekt vorgestellt worden, was ich wirklich beachtlich finde und mich sehr freue, dass es das gibt. Da haben Forscher von zwei US-amerikanischen Universitäten gemeinsam mit der Stadt New York versucht, das ist das, was sie tun. Einmal nochmal das Ausmaß und die Formen von digitaler Gewalt zu erforschen und aber auch ganz konkret gemeinsam mit Beratungsstellen vor Ort zu gucken, wie man da konkret sinnvoll helfen kann. Und die haben, in ihrem Projektbericht keine realen Geschichten zu erzählen, ein fiktives Beispiel zusammengestellt einer Person, die sozusagen ein typisches Beispiel ist. Mit dem die Frauen Beratungsstellen dann zu tun haben. Beispiel Carol, Entschuldigung, die sich von ihrem Ex-Mann getrennt hat und da eine Geschichte von physischer, emotionaler und auch digitaler Gewalt erlebt hat. Die beiden haben einen Sorgerechtsstreit über zwei Kinder, die 4 und 10 Jahre alt sind, teilweise beim Ex-Mann leben. Carol weiß, dass er Spyware mindestens auf einem ihrer Geräte installiert hat, weil sie in den gemeinsamen Kreditkartenunterlagen den Kauf einer solchen Stalkerware dokumentiert gefunden hat. Er hat Zugang zu ihren privaten Bildern, die er dann auf Facebook veröffentlicht. Er hackt sich in ihre Online-Accounts und nutzt die dann und postet auch mit denen, indem er so tut, als wäre er sie, um sie von ihren Freunden und ihrer Familie zu entfremden und hat sie auch aus ihrem Gmail-Account ausgesperrt, was dann auch ganz konkrete berufliche Konsequenzen hatte. Carol hat 5 Geräte, ein neues iPhone, das ihr eigenes Hauptsmartphone ist, 2 Android-Telefone, die von ihren Kindern benutzt werden, ein iPad ebenfalls für die Kinder. Und noch ein älteres iPhone, sie benutzt Facebook, Gmail und verschiedene Social Media Apps. Und ich finde dieses Beispiel gut, weil es illustriert, wie schwierig es ist, wenn so ein Fall stattfindet, tatsächlich zu gucken, was ist jetzt eigentlich nötig, wie lässt sich das eigentlich abstellen, denn es geht nicht nur darum, er hat Zugang zu ihrem Mail-Account, naja, dann setzt sie halt das Passwort zurück und dann ist alles wieder gut, das wäre sozusagen die schlichte Vorstellung von, wie man das Problem lösen kann. Wenn man aber überhaupt nicht weiß, wo ist eigentlich der Angriffsvektor, welche Zugriffe hat er eigentlich, wie sind die miteinander verknüpft und auf welche Ideen kommt er als nächstes, was er mit diesem Material anfängt, dann wird es gleich ziemlich kompliziert, sich ein Modell auszudenken, wie so einer Frau in der konkreten Situation geholfen werden kann. Wie sind die Auswirkungen auf die Frauen? Ich habe das schon ein bisschen angedeutet. Hier ein Zitat von Ulrike Lemke, die das für die Böll-Stiftung nochmal aufgeschrieben hat, in einer Studie, wo sie sich damit beschäftigt, wie die juristischen Möglichkeiten sind. Und sie beschreibt das als digitale Gewalt, hat die Auswirkungen, die auch schwerwiegendes Mobbing hat. Erhebliche seelische und psychische Beschwerden, psychosomatische Erkrankungen, Migräne, Übelkeit, Erbrechen, Hautkrankheiten und so weiter, Angstzustände, Depressionen, Suizidgedanken. Betroffene ziehen sich aus der digitalen Öffentlichkeit zurück, sie wechseln den Beruf oder ziehen um
und verlieren ihr soziales Umfeld. Menschen, die im Netz arbeiten, müssen Auszeiten nehmen, Rechtsverfolgung betreiben und Ressourcen aufwenden, was mit Einkommenseinbußen verbunden sein kann. Ein paar Zahlen. Wie oft kommt das vor? Eine Studie des kanadischen Citizen Lab, die dieses Jahr sehr umfangreich Stalkerware und digitale Gewalt untersucht haben. 85% der Fälle in Frauenberatungsstellen in den USA wurden Technologien zur Lokalisierung der Opfer benutzt. 71% der Täter im Bereich häusliche Gewalt überwachen Computeraktivitäten der Opfer. 54% der Täter überwachen die Smartphones der Opfer durch Stalkerware. Das alles in den USA. 82% der Opfer in Australien erleben Bedrohung und Belästigung via Smartphone. Ich habe das übersetzt, also der Begriff da war Abuse, das ist aus dem Jahr 2013, das ist also vermutlich eher noch gestiegen. 72% der Täter hacken die E-Mail- und Social-Media-Accounts, das ist eine Zahl aus dem Jahr 2012. Wie sieht das in Deutschland aus? Darüber habe ich im Dezember schon gesprochen. Das Ergebnis war, es gibt keine Zahlen, es gibt keine Studien. Auf eine kleine Anfrage an die Bundesregierung hat die Bundesregierung gesagt, wissen wir nicht. Im letzten halben Jahr habe ich Kolleginnen und Kollegen gebeten, in den Bundesländern die Landesregierung zu fragen, was dort über digitale Gewalt bekannt ist. Das Saarland hat zumindest ein paar Zahlen geantwortet, aber was die dann machen können, ist die polizeiliche Kriminalstatistik auswerten und dann eben die Zahlen rausgeben, wo das Tatmittel Internet im Spiel ist und da dann eben bestimmte Strafgesetze statistisch darstellen. Was das immer noch nicht aussagt, ist, was da eigentlich konkret gemeint ist und was es konkret geht, was für Formen von digitaler Gewalt das sind und wen das tatsächlich betrifft. Hier also Zahlen aus dem Saarland. Ähnlich hat die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern geantwortet, noch ein bisschen länger zurückliegend. Da kann man jetzt alles Mögliche rein und raus interpretieren. Die Zahlen steigen so ein bisschen, aber auch nicht stringent. Woran das liegt, das ist sicherlich ein eigener Talk über die polizeilichen Kriminalstatistiken und wie die zustande kommen. Das heißt, es gibt so ein bisschen was, aber eigentlich gibt es nicht wirklich was. Hier haben wir die Antwort der Landesregierung Sachsen. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich gerne mit Sachsen beschäftige. Und Sachsen hat mich auch nicht enttäuscht und eine schöne Antwort abgeliefert, nämlich, dass sie, ja, also sie haben eigentlich keine Zeit, sich mit der Antwort zu beschäftigen. Das hätte alles viel zu lange gedauert und irgendwie all diese Leute, die haben was Wichtigeres zu tun, deswegen können sie die Frage leider nicht beantworten. In Mecklenburg wurde dann noch danach gefragt, was ist der Landesregierung bekannt darüber, inwieweit Männer oder Frauen betroffen sind und wie alt die jeweils sind. Da hat Mecklenburg dann gesagt, dass sie das leider nicht können, weil diese Zahlen in der PKS, der polizeilichen Kriminalstatistik, eben nicht erfasst werden. Deswegen haben sie keine. Und dann habe ich was gefunden, das hat mich tatsächlich ein bisschen verblüfft. Und zwar hat die Konferenz der, und das ist jetzt ein bisschen sperriger Titel, Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren der Länder, also die Frauenministerien der Bundesländer, sich schon 2014 und 2015 mit dem Thema digitale Gewalt beschäftigt. Hier, die nennen das Cybergewalt. Und haben da auch Beschlüsse zugefasst. Wie gesagt, das ist jetzt, dieser Beschluss ist 4 Jahre her. Das Jahr davor gab es auch schon einen. Und die haben Sachen gefordert, die denen sehr ähnlich sind, die mir auch als notwendig erschienen unterdessen, die also sich ein bisschen aufdrängen, nämlich, dass es einfach mehr Aufklärung zu dem konkreten Thema braucht. Die GFMK, also diese Konferenz, bittet das BMFSSJ, das ist das Bundesministerium für Frauen, Familie und so weiter, zu prüfen, ob im Rahmen einer Studie die neue Gewaltproblematik analysiert werden kann. Das ist eine Forderung der Ministerin von vor 4 Jahren. Außerdem sagen sie, dass notwendig ist, die Aus- und Fortbildung der Strafverfolgungsprofessionen voranzubringen, damit die das konkret besser überhaupt erfassen und verstehen und damit umgehen können, dass die Polizeien weitergebildet werden und dass, finde ich auch spannend angesichts der Antworten, die wir oben bekommen hatten, die GFMK bittet die IMK, also die Innenministerkonferenz, zu prüfen, ob in den Ländern eine geschlechterdifferenzierte Erfassung von Cybergewalt in den polizeilichen Kriminalstatistiken eingeführt werden könnte. Und
dass die Beratungs- und Hilfeeinrichtungen auch vernünftig weitergebildet werden können. Das sind aktuelle Forderungen, die sind in diesem Fall 4 Jahre alt. Die Bundesregierung macht nichts, nichts davon findet statt. Die Forderung gibt es seit Jahren. Hier nochmal die kleine Anfrage vom November. Das ist eine Folie, die hatte ich im Dezember schon mal, aber die passt da jetzt einfach sehr gut hin. Plant die Bundesregierung eigene Studien zum Thema? Wenn ja, welche? Was sagt die Bundesregierung dazu? Naja, wir machen da irgendwas im Bereich Rechtsextremismus und Islamismus und das hat ja auch irgendwie was mit Gender zu tun. Und das war's. Das ist die Antwort auf die Frage. Sie schreiben nicht mal Nein, sondern irgendwie so. Studie, Förderung gibt's nicht. Dann, das hatten wir vorhin schon, ist die digitale Gewalt gegen Frauen nach Meinung der Bundesregierung dem Phänomen Cybercrime zuzuordnen. Und die Frage, die klingt ganz lustig, aber die ist deswegen, finde ich, relevant, weil die natürlich deutlich macht, welche Bedeutung dem Thema zugemessen wird. Cybercrime heißt nichts anderes als Verbrechen irgendwie mit digital, also Cyberverbrechen. Warum ist digitale Gewalt kein Cybercrime? Ist mir völlig unklar. Ich denke, das müsste da eigentlich drunter gefasst werden und entsprechend ernst genommen und behandelt werden, findet aber nicht statt. Die Bundesregierung hat hier eine sehr enge Definition. Sie sagt, weil es sich bei digitaler Gewalt nicht um Straftaten handelt, die sich gegen das Internet, Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten richten, sind sie nicht dem Phänomen Cybercrime im engeren Sinne zuzuordnen. Wenn ihr das nächste Mal Cybercrime in der Zeitung lest, dann denkt nochmal über diese Definition nach. Alles andere ist kein Cybercrime. In der Frage haben wir dann auch gefragt, ob sich das BSI mit dem Thema befasst. Ich mache es jetzt mal ein bisschen schneller. Die Antwort war dann, nee, weil alles das, was Sie da abfragen, Mobbing, Stalking und so weiter, hat ja nichts mit informationstechnischen Produkten und Diensten zu tun. Das ist der Job des BSI, der Rest nicht. Deswegen hat das für das DSI, spielt das keine Rolle, beschäftigt sich damit nicht. Und mit Geschlechterkram, das ist auch einfach nicht Ihre Aufgabe. Das fand ich auch durchaus deswegen interessant, weil das BSI tatsächlich ja eine Plattform hat für Verbraucherschutz. Also ich glaube, es heißt BSI für Bürger oder so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber da werden jedenfalls ganz konkrete Tipps auch für Nutzerinnen und Nutzer gegeben. Und es ist für mich nicht erklärlich, warum dieses Thema da nicht auch mit abgedeckt sein könnte. Die Bundesregierung aber, wie gesagt, im November fand, ist kein Problem. So, und dann passierte das Prominenten-Doxing im Januar. Das war 1,5 Monate später und guck an, ne, hier Pressekonferenz Seehofer nach diesem Hackerangriff auf Politiker und Prominente, also das Prominenten-Doxing, was vor allen Dingen Politikerinnen und Politiker, aber auch andere Prominente betraf, großes Ding war es auch tatsächlich. Ich finde vernünftig, dass das groß aufgezogen wurde, weil Doxing kein Kleinkram ist. Aber da war dann plötzlich von Cybercrime die Rede. Da spricht Seehofer dann auch lang und breit davon, dass das heftig bekämpft werden muss und hat in dem Kontext ja dann sein neues IT-Sicherheitsgesetz 2.0 in den Raum gestellt, was de facto nicht so für mich erkennbar bisher wenig Hilfe anbietet für Betroffene von Doxing, aber dafür sehr viel Hackback und mehr Überwachung und so weiter, also letztlich auch nur der Umweg, das zu machen, was sie immer machen, aber immerhin am Aufhänger Doxing in dem konkreten Fall. Und dann habe ich im Organigramm des BSI im April eine Stelle gefunden. Da unten sieht man das in der Ecke, eine Projektgruppe digitaler Verbraucherschutz. Vielleicht gab es die vorher schon, das weiß ich nicht. Wenn das jemand weiß, würde mich sehr interessieren. Aber da dachte ich, naja, vielleicht bewegt sich ja ein bisschen was. Was tun gegen digitale Gewalt? Ich habe mal versucht, es so ein bisschen zu gruppieren und zusammenzufassen. In erster Stelle ist es natürlich nötig, den Betroffenen dabei zu helfen und sie zu unterstützen, die damit nämlich ziemlich im Regen stehen, weil ihnen einfach niemand hilft und weil sie in der Regel nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Und natürlich ist es nötig, über dieses Thema mehr zu reden, das zu einem gesellschaftlichen Diskussionsthema zu machen. Momentan redet fast niemand über dieses Problem und wir haben ja gesehen, auch wenn wir keine konkreten Zahlen haben, die werden in Deutschland jetzt nicht wahnsinnig viel niedriger sein. Es ist ein riesengroßes Problem, es betrifft sehr viele und es ist ein heftiges Problem. Und ich möchte
Nein, nicht ich möchte. Es ist notwendig, dass darüber mehr gesprochen wird, weil das auch ein Aspekt von Digitalisierung ist, der viele Leute betrifft, um die sich aktuell niemand kümmert. Und dafür sind natürlich dann auch politische Lösungen notwendig, die überhaupt erstmal aus einer Diskussion sich entwickeln müssen. Denn was da tatsächlich dann passieren sollte und müsste, dafür gibt es im Moment kein Patentrezept. Ganz konkret nötig ist aber technischer Support für die Beratungsstellen, denn die sind sowieso klassisch unterfinanziert. Das ist im Bereich sexuelle Gewalt sowieso so. Und jetzt haben sie dieses Problem noch obendrauf, haben aber keine Kapazitäten, sich weiterzubilden oder sich Leute ranzuholen oder Geld jemanden dafür zu bezahlen, tatsächlich Geräte mal zu untersuchen, wenn sie solche Probleme haben. Deswegen komme ich nochmal zurück zu dem Beispiel, dem Forschungsprojekt, was letzte Woche bei der Usenix Security vorgestellt wurde, aus New York. Die Stadt New York hat Hacker angeheuert, um dieses Problem für sie mit anzupacken. Und das finde ich tatsächlich auch eine sinnvolle Kooperation. Es gibt auch, das ist, glaube ich, einem der Events sicher auch schon mal vorgestellt worden, Eva Galprin von EFF beschäftigt sich konkret mit Stalkerware in den USA und hat Kaspersky dazu gekriegt, Stalkerware durch die Antivirenprogramme mit erkennen zu lassen. Das ist ein Weg, den man gehen kann, und das ist ein guter, vernünftiger Weg, und ich hoffe, dass sich das noch weiterentwickelt. Und da gibt es natürlich viele Kooperationsmöglichkeiten, und wie ich an dem Beispiel Carol versucht habe darzustellen, das ist eben nicht so einfach mit drei Patentrezepten, wie dieses Problem zu lösen ist, sondern es sind häufig relativ komplexe Fälle. An wen können sich Betroffene wenden? Der BFF hat ein eigenes kleines Projekt dazu, ist aber sehr, also ich will jetzt nicht sagen schlecht finanziert, ist natürlich schön, dass es dafür ein bisschen Geld gibt, aber es ist kein großes Projekt, da gibt es eine Webseite, aber aktiv gegen digitale Gewalt. Dort gibt es ein paar Informationen und Hilfestellungen. Es gibt in Berlin auch das Anti-Stalking-Projekt mit dem Schwerpunkt Cyberstalking für Betroffene in Berlin ganz konkret. Ich kenne keine weiteren solchen Projekte. Ich weiß bestimmt nicht alles. Ich würde mich freuen, wenn es mehr gäbe. Wenn ihr welche kennt, würde ich mich auch freuen, davon zu hören. Aber mein Eindruck ist, ansonsten darüber hinaus gibt es derzeit nicht viel. Was brauchen Betroffene? Und das sage ich auch deswegen, weil ich nicht ausschließe, dass Einzelne von uns, das kommt ja viel vor, auch irgendwann mal in ihrer Umgebung von solchen Fällen hören. Zunächst mal, man muss sie ernst nehmen. Aus Perspektive der Betroffenen, die sitzen ja in einer Situation, dass sie nicht genau wissen, was los ist. Woher kommt das jetzt? Wo ist der? Was weiß der über mich? Was macht der als Nächstes? Wem erzählt der das noch? Wem zeigt er diese Bilder? Stress, psychischer Stress, Hilflosigkeit möglicherweise. Vielleicht ist es auch jetzt nicht so dieser ganz große Fall, den ich gerade beschreibe, sondern kleinere, aber auch die können massiven Stress auslösen. Das muss man erstmal ernst nehmen, Ruhe bewahren. Und eine Möglichkeit ist, das Problem vielleicht als ersten Schritt so ein bisschen zu kartografieren, sich die Zeit zu nehmen, zu überlegen, wo kann der dran, was kann er möglicherweise, welche Zugriffe hat er. Den Bereich Smart Devices zum Beispiel, den habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber das wird sicherlich in Zukunft auch noch mehr auf uns zukommen. Also wer hat zu Hause die Kontrolle über die Geräte, wer hat die Handys eingerichtet, wer hat den Router eingerichtet, wer hat Smart Schnickschnack eingerichtet und möglicherweise über eine App von Remote Zugriff darauf, und wie kann man sich das alles wiederholen. Das muss man sozusagen alles in Ruhe erstmal sortieren und gucken und dann mühsam Schritt für Schritt überlegen, wie kann man das wieder auflösen. Fall von Stalkerware, was natürlich auch schwer nachzuweisen ist, dass es die gibt. Aktuell kann ein Factory Reset zum Beispiel schon helfen, was aktuell sonst viel passiert. Das weiß ich aus den Frauenberatungsstellen, ist, dass die Frauen sich ein neues Handy kaufen und noch ein neues Handy kaufen und noch ein neues Handy kaufen, weil sie nicht wissen, wie sie damit fertig werden sollen. Und das geht dann auch schnell mal ins Geld. Und natürlich, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich hoffe, das ergibt sich von selbst, fast alles davon ist illegal, das ist verboten, das darf man nicht. Und dann ist es natürlich auch sinnvoll, sich juristisch dagegen zu wehren und Fachanwältinnen aufzusuchen und Beratungsstellen aufzusuchen, die da zumindest wissen, an wen man sich da noch wenden kann.
Was können und müssen Politik und Öffentlichkeit tun? Das Thema thematisieren, habe ich jetzt gesagt, das ist keine Lappalie. Es ist dringend nötig, mehr Geld für Studien und für Forschung auszugeben. Ich hoffe sehr, dass es vielleicht an Forschungsinstituten und Universitäten dazu schon Forschung gibt. Wenn ihr was wisst, wüsste ich auch gerne. Es ist nicht so einfach rauszukriegen, aber ich glaube, da ist einfach insgesamt sehr viel mehr nötig. Ist ja vielleicht auch deutlich geworden, es ist schon gar nicht so ganz einfach, den Begriff zu definieren. Also das gesamte große Thema digitale Gewalt oder Online-Harassment, alles was online stattfindet oder nur Hate Speech und so weiter. Also da ist, glaube ich, viel Potenzial drin, womit man sich forschend beschäftigt. Es ist unbedingt mehr Geld nötig für die Beratungsstellen. Ganz wichtig, Weiterbildung für Polizei, Justiz, Anwältinnen. Das, was wir seit vielen Jahren erleben, wenn Polizei und Justiz mit irgendwas mit Internet konfrontiert sind und nicht damit umgehen können, das findet sich in diesem Bereich natürlich noch viel mehr. Die einen verweisen dann auf die inzwischen existierenden Cybercrime-Staatsanwaltschaften, die es gibt, die aber finden, sie sind für diesen Frauenkram nicht zuständig. Und dann gibt es teilweise vielleicht auch Sonderdezernate für sexuelle Gewalt, die aber wiederum von dem Internetkram nicht verstehen. Und da ist sehr viel mehr Weiterbildung nötig. Und zum Schluss, was können Hackerinnen tun? Support für Beratungsstellen. Dafür gibt es jetzt auch noch kein fertiges Konzept, wie sowas ausgehen kann, aber das kann natürlich ganz direkt vor Ort in der eigenen Stadt passieren. Mal nachfragen, kann man denen in irgendeiner Weise helfen, aber genauso gut kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann mal ein Konzept gibt, wie sowas gebündelt stattfindet, wie so eine Art technisches Know-how-Hub, an das sich Beratungsstellen wenden können, denn die technischen Mittel, um die es hier geht, die verändern sich die ganze Zeit, die Software verändert sich die ganze Zeit, die Zugriffsmöglichkeiten verändern sich die ganze Zeit. Allein auf dem Stand zu bleiben, das zu verfolgen und auch in der Anwendung ist natürlich wahnsinnig aufwendig und vielleicht wäre es ja eine gute Idee, sowas wie ein BSI auch für konkret dieses Problem zu gründen. Täter dürfen nicht toleriert werden. Ich weiß, und das kennen viele von euch vielleicht auch, dass gerade im Umfeld von Leuten, die technisches Wissen haben, das gerne mal passiert, dass jemand kommt und sagt, ich würde gerne wissen, was meine Freundin da macht, kannst du mir helfen? Und das dürft ihr natürlich nicht mitmachen. Ganz im Gegenteil muss das deutlich angesprochen werden, so wie normale analoge sexuelle Gewalt genauso auch nicht toleriert werden kann, darf auch solches Verhalten nicht toleriert und nicht unterstützt werden. Und schließlich dürfen wir, und dann sage ich wir als Hacker-Community, Tech-Community, diese Diskussion nicht der Politik und der Justiz überlassen. Denn was dann passiert, das kennen wir von vielen anderen Themen, ich sage jetzt nur mal Kinderpornografie, das wird gerne benutzt, um bestimmte Dinge zu fordern, die nicht unbedingt vernünftig sind. Manchmal, weil Innenpolitikerinnen und Politiker und Polizei gerne bestimmte Überwachungsgesetze einführen, die sie haben wollen und damit dann den Schutz von Schutzbefohlenen einfach als Vehikel benutzen. Und manchmal aber auch, weil Fachleute, die mit dem Thema sexuelle Gewalt zu tun haben, schlicht anderes zu tun haben, als sich über diese Themen Gedanken zu machen, auch wirklich nicht so richtig firm sind in Diskussionen rund ums Internet und dann sagen, naja, dann muss halt ein neues Gesetz her, dann muss halt Strafverschärfung her, dann muss endlich die Anonymität abgeschafft werden, denn sonst kriegen wir die Täter nicht. Und wenn wir nicht wollen, dass das passiert, dann müssen wir uns einmischen und mitdiskutieren und bessere Ideen haben. Und damit bin ich fertig und freue mich auf Fragen. Dankeschön. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Das ist kürzer als ursprünglich gedacht und gewollt, aber es gibt keinen Signal Angel, also kann das Internet keine Fragen stellen. Traut euch. Hier vorne bitte. Was ich mich frage ist, warum du den Talk gegen Frauen genannt hast, weil sonst Beiwerkern auch gegen mich als Mann eingesetzt werden. Das ist gar kein Problem. Das ist eine Frage, die taucht ja ungefähr bei jedem Thema auf. Warum beschäftige ich mich mit diesem Thema und nicht mit dem Thema? Was ist denn mit den Leuten und warum nur diese?
Ich finde dieses Thema relevant und wichtig und offensichtlich ein großes Problem, mit dem sich wenig Leute beschäftigen. Und ich finde, es ist auch ein spezifisches Problem, weil häusliche Gewalt in ihrer Fortsetzung als digitales Gewalt eben nicht gleichmäßig verteilt ist, sondern in wirklich großer, überproportionaler Menge sehr viel mehr Frauen betrifft. Und das war für mich der Ansatzpunkt, mit dem ich angefangen habe, mich zu beschäftigen. Und deswegen beschäftige ich mich mit diesem Thema. Aber natürlich wäre es gut und wichtig, wenn sich mehr Leute damit befassen und dann eben auch genau diese Fragen sich angucken. Wir wollen das jetzt hier nicht unbedingt in einen Dialog ausarten lassen. Der nächste Fragesteller, bitte. Sie haben gesagt, das sind Straftaten und die sind ja wahrscheinlich teils sehr gut dokumentiert. Wenn das zur Anzeige kommt, also können Sie mir sagen, warum das in der Strafverfolgung nicht genügend geahndet wird, dass das, ich sage mal, wie andere Straftaten nachher genügend geahndet wird, dass das auch abschrecken wird? Wo liegt das Problem? Die Frage ist gut und richtig und gleichzeitig trifft sie das nicht so ganz, weil es ja um ganz viele unterschiedliche Straftaten dabei geht. Also es gibt ein ganzes Bündel an Strafgesetzen in Deutschland, die da eine Rolle spielen können. Beleidigung, Diffamierung, Stalking, Bedrohung, Erpressung und so weiter und so fort, bis hin in die Körperverletzung, wenn das dann analog sich fortsetzt. Dann kommen die Hackerparagraphen dazu, das heißt das Verbot anderer Leute Geräte zu manipulieren, das Verbot private Bilder öffentlich und so weiter und so fort. Also es sind ein ganzes Bündel an Gesetzen, die natürlich gegebenenfalls auch eingesetzt werden. Ich kenne wenig juristische Umsetzungen davon. Was ich kenne, ist, wenn ich mich mit Anwältinnen unterhalte, die mit diesem Thema konfrontiert sind, die sagen, naja, was da passiert ist, dass man auf eine Polizei stößt, die sagt, naja, war doch nur ein Bild. Wo ist denn das Problem? Oder war eine Beleidigung im Netz? Aber war ja noch keine konkrete Bedrohung. Das heißt, das Problem, was wir bei Hate Speech schon kennen, wo es ja so ein bisschen von der juristischen Umsetzung durch das NetzDG in Deutschland gibt, die ich persönlich nicht gelungen finde, aber zumindest gibt es da mal einen ersten Schritt. Das fehlt uns in allen anderen Bereichen im Moment noch. Und was faktisch passiert, ist, dass dann eben eine einzelne Geschichte, Bildmanipulation oder so einzeln aufgrund eines bestimmten Strafparagraphen angezeigt wird und in der Regel wieder eingestellt wird. Ich will nochmal anknüpfen an die erste Frage, die kam. Ich finde das wichtig, weil ich finde, du hast das super ausgearbeitet, aber es war für mich jetzt nicht irgendwie eine spezifische Frauenproblematik, gerade wenn wir in den Bereich gehen, Maßnahmen abzuleiten, weil dann ist es völlig losgelöst davon, müsste ein Mann genauso Beratungsstellen kriegen. Und es gibt auch sehr viele Vorfälle von Stalking-Vorfällen, wo Frauen den Mann stalken und wo der Mann beispielsweise zur Polizei geht und belächelt wird darüber, was er für ein Problem hat und ob er sich nicht selbst. Von daher finde ich wirklich, diese spezifische Frauenausarbeitung kann ich nicht so viel mit anfangen, weil ich es immer erstmal grundsätzlich gut finde, eine losgelöst davon, Frau, Mann, erstmal Maßnahmen abzuleiten, zu gucken, okay, was ist die Ur- was? Kommt da eine Frage? Nö, es ist mehr ein Statement. Danke. Vielen Dank. Ich kann da im Grunde nichts anderes zu sagen, als ich eben schon gesagt habe. Für mich ist das eine relevante Fragestellung, wie gesagt, also ich wiederhole mich jetzt, abgeleitet aus den Fällen der häuslichen Gewalt, die nicht gleichmäßig verteilt sind. Aber bitte, ich freue mich über alle, die in diese verschiedenen Facetten dieses Themas aufgreifen und natürlich sollte man sich das angucken, nur zu. Gut, ich sehe dann noch eine Frage, eine letzte und dann... Komm spät, danke. Erstmal vielen Dank für deine Untersuchungen und deinen Talk. Ich würde gerne wissen,
Du hast uns gezeigt, es gibt Zahlen in den USA, es gibt kaum Zahlen in Deutschland. Gibt es Länder, von denen du noch gesehen hast, dass sie da sehr vorangehen, die Zahlen haben, die einfach häusliche Gewalt systematischer untersucht haben und wo man noch mal weiter schauen könnte? Klar, es gibt da ein bisschen was. Ich habe, also würde jetzt mal verweisen vielleicht auf die Aufzeichnung meines Talks vom Dezember. Da habe ich das versucht, so ein bisschen ausführlicher darzustellen. Es gibt beispielsweise eine Studie, die Amnesty kürzlich gemacht hat. Konkret, da geht es um Harassment bei Twitter. Es gibt die Europäische Grundrechteagentur, die 2014 verschiedene europäische Länder untersucht hat. Also da gibt es schon dies und das. Die Links dazu finden sich in sowohl meinem Blog als auch in der Seite zu meinem Talk im Dezember. Aber wer mir schreibt, da kann ich dann auch gerne nochmal Sachen dazu schicken und auf Informationen verweisen. Eigentlich ist die Zeit um. Okay, 2 Minuten haben wir. Dankeschön, das ist sehr nett. Ich frage mich, wenn Sie in einem Klassenraum wären, und vielleicht sind Sie häufiger in einem Klassenraum, voller Jungs und Mädchen und dem gesamten Gender-Spektrum, was wären die 5 bis 6 Dinge, die Sie sagen würden zu jungen Menschen, zu dem Thema, worauf sie achten sollten, worüber sie nachdenken sollten und worüber sie reden sollten miteinander? Tatsächlich bin ich nicht so häufig in Klassenräumen, insofern habe ich da jetzt keine fertige Antwort parat, aber was ich auf jeden Fall sagen würde, und ich denke, das ist aber vielleicht ähnlich zu dem, was Lehrerinnen und Lehrer oder Erzieherinnen und Erzieher generell, wenn sie denn mit Medienbildung befasst sind und mit Jugendlichen über Smartphone-Nutzung reden, zum Beispiel überlegt euch gut, mit wem ihr welche Bilder teilt beispielsweise. Überlegt euch, ob ihr mit eurer vollen Identität mit Vor- und Nachnamen Accounts anlegt. Achtet ein bisschen darauf, dass es nicht so leicht ist, sich in eure Accounts einzuhacken auch. Passwortsicherheit ist da, glaube ich, eine Sache, mit der man sich mal beschäftigen könnte und sollte. Und der ganze Bereich Mobbing, der ja auch ein Anfang von sowas sein kann, ich hoffe, dass der inzwischen mehr in den Schulen behandelt wird. Das wäre jedenfalls wichtig. Vielleicht, wenn ich noch ganz kurz sagen kann, wer sich dafür interessiert, ich habe ein paar Broschüren mitgebracht zu dem Thema vom BFF. Wer die haben möchte, kann sie sich bei mir abholen. Gut, vielen Dank und auch danke für die Einladung fürs weitere Gespräch und noch einmal Applaus bitte. Dankeschön.